السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Beginnt die Übersetzung der Freitagsansprache von Hasureb. Die Bedeutung dieser Verse lautet, dass die Menschen, die auf dem Wege Allahs spenden und wenn sie Schwierigkeiten haben oder nicht aufgrund von Überheblichkeit sich zurückschrecken davor, sie werden Allahs Dankbarkeit zu spüren bekommen, sie werden keine Angst haben. Und in diesem Vers, das Thema in diesem Vers, wenn wir uns das vor Augen führen, sagt Hasureb, das ist heute für die Menschen, die an den verheißenen Messias al-Islam geglaubt haben, ganz besonders, und das ist nicht bei den anderen Menschen zu finden, ohne sich selbst zu betrachten, ohne ihren Ego hineinzubringen, haben sie den Wunsch, finanzielle Opferbereitschaft zu schaffen. Wenn sie nicht entsprechend ihrer Wünsche zahlen können, dann sind sie sehr betrübt. Auch die alten Ahmadis haben diesen Zustand, aber auch diejenigen, die neu dazugekommen sind. Gestern habe ich von einer Familie erfahren, die haben PhD gemacht. Und sind sehr nahe der Botschaft der Jamaat, obwohl sie auch sehr frisch in die Jamaat reingekommen sind, haben sie doch den Wunsch, in der Jamaat sich zu beteiligen. Ein Kind kommt hinein in die Jamaat, aber er ist, oder ein Jugendlicher im Alter von 12, 13 Jahren, ist sehr ernsthaft mit der Religion
wenigen Monaten hat die Familie erst Bayat gemacht. Und die heutigen wirtschaftlichen Situationen der Welt, deswegen, aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation, haben sie trotz ihrer Bildung keine Arbeit und versuchen auch von den Bekannten und Freunden Geld zu leihen und davon zu überleben. Die Dame, sie ist die Mutter von den Kindern, sie sagte so, dass mein Herz sehr betrübt ist und ich sehr unruhig bin, dass ich nicht Gender richtig zahlen kann, die Mitgliedsbeiträge nicht richtig zahlen kann, so wie ich es wünsche. Und Hasul sagte, ich habe ihr erklärt, machen Sie das so, wie Sie es schaffen, aber Ihre Worte waren, ich kann mich in meiner Opferbereitschaft nicht kleiner zeigen als andere Ahmadis. Ich bin sehr erregt, deswegen, ich kann nichts anderes überlegen. Diese Veränderung letztlich in der Persönlichkeit, und diese Revolution in der Persönlichkeit, die in denjenigen auftritt, die dann den falschen Messias al-Islam geglaubt haben, lassen keinen Raum, dass man darüber denken könnte, dass diese Menschen von anderen eine Dankbarkeit erwarten oder denen etwas auferlegen, dass die anderen ihnen Dankbarkeit zeigen. Manchmal gibt es Schwierigkeiten, dass es von der und der Familie keine Mitgliedsbeiträge geben sollte. Und viele Menschen schreiben mir, weil sie und sagen, wir sind sehr betrübt. Wir möchten uns verändern und diese Strafe abwenden, aber sagen Sie bitte nicht, dass wir unsere Standards zahlen sollen. Verändern Sie die Strafe in dem Sinne. Wenn Sie uns trotzdem eine Strafe bekommen, dann sollen wir nicht diejenigen sein, die kein Standard zahlen. Das ist die Jamaat, das ist die Gemeinde des Falschen Messias, Al-Islam, die Allah in dieser Zeit eingerichtet hat, die durch ihre finanzielle Opferbereitschaft eine Zufriedenheit erlangt. Und wenn man sie davon stoppt, deren Herzen nicht mehr zufrieden sind, nicht mehr Glück empfinden. Auf der ganzen Welt gibt es keine andere Gemeinde, die diese Opferbereitschaft hält. Die Gegner der Jamaat Ahmadiyya haben viele Behauptungen aufgestellt, aber ihre eigenen Reden unter ihren eigenen Mitgliedern hören wir sehr häufig, dass die Qadianis oder die Mirzais, so wie sie uns nennen, wie sie für ihre Absichten und für ihre Ziele so umfassend Opferbereitschaft zeigen und ihr, das sind die Adressaten, sind letztlich die Gäste deren Versammlungen, ihr könnt nicht für die Moschee oder dies und das spenden, das ist die Art und Weise dieser Tanzims, dieser Parteien, dieser Versammlungen, nicht nur in Pakistan oder in Indien, sondern auch in den muslimischen Ländern in Afrika. Dort hören wir das auch. Und wenn sie dann etwas gezahlt haben, dann wird dargelegt, schau, wir haben für diese Moschee oder für dieses Volk so und so viel Geld gespendet. Und die Komitees, die das Geld bekommen, denen wird erklärt, wir haben das Geld hier gezahlt, aber wir haben nicht entsprechend der Wünsche das Geld ausgegeben. Und es ist eine Gnade Allahs, dass das Geld der Jamaat Ahmadiyya sehr gesegnet ist. Diese Segnungen finden wir nicht
in dem Geld der anderen. Als wir vor kurzem in Deutschland die Eröffnung der Jamia Ahmadiyya feierten, hat ein pakistanischer Journalist mich gefragt, haben Sie auch von der Regierung Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung bekommen? Und Herr So sagt, ich habe geantwortet, all die Projekte, die wir einleiten, werden von dem Geld der Mitglieder finanziert. Wenn die Regierung oder wenn auch eine Behörde dieses Projekt eingeleitet hätte, wären die Kosten gewiss noch höher gewesen. Allah hat in dem Geld der Jamaat eine hohe Form der Segnung hineingelegt. Und desto mehr wir damit schaffen, desto mehr zeigt Allah uns auch, wie er das, damit zeigt Allah uns, dass er diese Segnung aufrechterhält. Und in dem Koran-Vers hieß es, dass die Menschen, die auf Allahs Wege spenden, nicht auf Dankbarkeit von den anderen hoffen. Aber diejenigen, die in der Jamaat dieses Geld verwalten müssen, die sind dazu verpflichtet, dieses Geld richtig und korrekt einzusetzen. Und dann werden wir gewiss auch in Zukunft diesen Anblick genießen können, dass unser Geld mit sehr viel Segnung, die geringen Beträge auch mit viel Segnung, viel bewirken kann. Wenn das Geld kommt, davor haben wir keine Angst, aber wenn die Herzen derjenigen, die dieses Geld auf dem Wege Allahs spenden, nicht mehr für Allah schlagen und nicht mehr danach ausgerichtet sind, was die Projekte und Ziele der Jamaat Ahmadiyya sind, diese werden natürlich hin und wieder geprüft, da ist es doch notwendig, dass diejenigen, die das Geld einzahlen, sich vor Augen führen mit Tauba und Istighfar, wie sie von Allah Hilfe bekommen können. Wenn die Jamaat, wenn die Gemeinschaft größer wird und die Projekte umfassender werden, sind auf der einen Seite die Feinde, die Wege suchen, um die Jamaat zu stoppen. Natürlich sind deren Bestrebungen oder Versuche ohne große Wirkung. Aber es ist unsere Aufgabe, dass wir Istighfar und Dua sprechen und auch vorsichtig sind. Allahs Gnade auf diese Gemeinschaft ist und wir sehen seine Unterstützung jeden Tag. Und diese werden wir auch weiterhin sehen, solange wir unseren Kontakt zu Allah möglichst festhalten und weiter festigen. Also sagt, ich habe noch nie Schwierigkeiten gehabt und mich vor Augen zu führen, dieses oder jenes Projekt oder diese oder jene Arbeit, wie sie durchgeführt werden wird. Wie Allah es in den Herzen der Ahmadis einflößen lässt und wie sie letztlich auch die Opferbereitschaft zeigen, das ist ein wunderbares und sehr herausragendes Thema. Wenn eine Zeit ist, wo es darum geht, auf dem Wege Allahs zu spenden, haben die Ahmadis auch die Möglichkeit genutzt, von ihren elementaren Lebensbedürfnissen zurückzutreten und Jinda zu zahlen. Sie möchten aber nicht zu denjenigen zählen, die nicht auf der ersten Reihe sind zu spenden. Das ist das Zeichen derjenigen, die mit den Propheten Allahs sind und die so viel tun und trotzdem sagen, wir haben nichts gemacht. Das ist die Dankbarkeit und sie sind dankbar Allah gegenüber und der Jamaat oder der Gemeinschaft gegenüber, dass sie die Möglichkeit hatten, sich daran zu beteiligen. Und so wie Herr Sohl bereits sagte, haben diese Menschen den Wunsch in
auch wenn sie eine Strafe von der Jamaat bekommen haben, dass sie die Chanda nicht zahlen, dass sie versuchen, das umzustimmen, die Jamaat, dass doch Chanda gezahlt wird und etwas anderes gemacht wird stattdessen. Und die Opferbereitschaft zeigen, versuchen Jahr für Jahr oder auch Tag für Tag weiter voranzukommen. Es werden für verschiedene Chandajats einige Ziele eingerichtet, Zielmarken. Und wenn diese nicht erreicht werden, sagen viele Reiche oder viele Menschen, die auch doch eine lockerere Hand haben, was die finanziellen Mittel betrifft, dass sie die Differenz von sich aus begleichen. Sie haben ein Gefühl im Herzen, dass sie diesen Makel oder diese Differenz, die da übrig geblieben ist, dass sie die ausgleichen. Sie hören die Stimme Allahs, dass vor ihnen keine Trauer oder keine Angst sein wird. Sie sind in Gedanken an das Leben nach dem Tod, für das sie ihre Opferbereitschaft zeigen. Und wenn das ihre Taten sind, sagt Hazrat Akhtas, dann hat Allah ihnen das Paradies versprochen. Sie bauen ihre frohe und glorreiche Zukunft, die anfängt, nachdem man von dieser Welt fortgegangen ist. Aber Allah spricht nicht nur über die Zukunft nach diesem Leben, sondern auch in dieser Welt hat Allah es nie gehabt, erlaubt, dass er Schuldner bleibt. Er gibt sein, das was ihm zugeteilt wurde, um ein Vielfaches zurück. Das heißt an einer Stelle, O Sohn Adams, spende und ich werde jedes Mal dich unterstützen, die auf Allahs Wege für seine Religion spenden, für sie sind ganz besondere Merkmale zu sehen. Allah hält keine Schuld bei sich. Wenn, das ist die Voraussetzung, man ohne seine eigenen Belange und sich selbst herausnehmen, mit Ernsthaftigkeit und Gottesfurcht spendet. So sage ich, möchte jetzt von einigen Ereignissen berichten, woraus hervorgeht, welches Engagement und welchen Eifer die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya hegen, wenn sie finanzielle Opferbereitschaft leisten möchten. Und wenn sie das und wie Allah sie unterstützt, wenn sie dies tun. Eine neue Gemeinde, die in Afrika, die in einem weit entfernten Dorf entstanden ist, gegründet worden ist. Man sieht an ihrem Beispiel die Botschaft der Jamaat in Erfüllung gehen in Niger. Das ist ein ferner Ort in Afrika. Und er sagt, Amir Sahib oder Muballigh Sahib von dort, sprechen Sie bitte die Mobilerien in Afrika an und sagen Sie denen, dass es noch Entwicklungsbedarf bei den Chandajat gibt, bei der Anzahl der Personen, die sich daran beteiligen. Und als wir darüber gesprochen haben, hat Mubalik seine Gemeinde in Benikoni angesprochen, dass Hazur diese Bitte an uns gerichtet hat. Und alle haben gemeinschaftlich ihre Opferbereitschaft erhöht. Und es wurde denen die Botschaft übermittelt, dass die nicht bis jetzt beteiligt sind, dass sie sich auch daran beteiligen. Und in der Folge haben aus der Region Benikoni in Gehorsam der Worte von Hazur Akhtas ihre Zahlung oder ihre Opferbereitschaft erhöht. In dieser Gegend wird nicht Bargeld gezahlt, weil viele haben kein Bargeld. In einem Dorf, wo letztes Jahr, also sie haben stattdessen in
Wertsachen, beziehungsweise auch in den Früchten ihrer Ernten bezahlt. Und dort, wo letztes Jahr 16, also bloß 16 Säcke waren, waren das diesmal 52. Und es wurde denen eine Mitteilung gemacht, bitte holen Sie einen Transport und nehmen Sie das für Chanda organisierte, gesammelte das Korn mit. Als wir dort ankamen, haben wir gesehen, dass abends um 10 einige Khudam dastehen und warten, dass wir kommen. Und sie haben gesagt, wir warten seit dem Abend auf Anordnung von Sadhusaiba Lajna. Und sie hatte für Chanda-Zwecke ihre, also auch verschiedene Dinge gesammelt gehabt. Und sie haben unabhängig, die Lajna hatte unabhängig von den Männern ihr Chanda gesammelt. Und die Khudam waren auch da, das zu organisieren. Das ist eine kleine Gemeinde und man sieht an ihnen, auf welche Art und Weise sie ihre Loyalität der Jamaat gegenüber aufrechterhalten. In Benin, in Soyo, einem Dorf, ist vor einem Jahr ein Mann vom Polytheismus zum Monotheismus gekommen, also zu Ahmadi geworden. Und als wir zu ihm gekommen sind, um Chanda zu zahlen, hat er 450 Franken für Chanda gezahlt. Er hatte keinen einzigen Cent mehr bei sich. Anschließend ist er rausgegangen mit seinem Motorrad. Wenn wir mittags kein Essen haben, dann können wir am Abend was essen. Er hat dann auch den Kraftstoff von jemandem geliehen und hat dann weitere 1.000 Franken gesammelt und ist gekommen und hat das gezahlt und hat gesagt, sehen Sie, Rabbi Sahab, wie Allah mit mir umgegangen ist. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, was ich am Mittag esse und was ich noch am Abend bekommen werde. Und Allah hat mir in dieser Situation dermaßen viele Fahrgäste beschert, dass ich am Abend mit 2.000 Franken zurückgekehrt bin und daraus, nachdem ich alle anderen Beträge ausgezahlt habe, habe ich jetzt 1.000 Franken zusammen, um sie der Jamaat zu spenden. Aus Burkina Faso sagt ein Mitglied der Jamaat, dass er aufgrund von Schwierigkeiten seit 3 Monaten kein Chanda zahlen konnte. Sein Sohn war sehr schwer krank gewesen und er sagt, ich habe in einem Traum während einer Nacht Khalifat Umasi gesehen, also Hazur das gesehen, und Hazur sagt zu ihm, sie haben seit vielen Monaten kein Chanda gezahlt, und ich habe geantwortet, ich werde in 20 Tagen mein Chanda zahlen. Am gleichen Tag, wo ich aufwachte und die Absicht hatte, in 20 Tagen die Chanda zu zahlen, genäste mein Sohn wieder und fand eine neue Arbeit. Und diese gesamte Segnung, die war nur durch die Aufmerksamkeit, die ich im Traum durch Hazur Khalifa al-Waqt, also dem Kalifen der Zeit, als Aufforderung gesehen hatte. Aus Burkina Faso, aus der Gegend Witbush, schreibt der Muballigh, dass in einem Dorf Noki Batala der Präsident der Jamaat, Dialo Sita Sahib, dass er auf dem Land arbeitet, und bevor sie Ahmadi wurden, haben sie auch vieles versucht, aber sie haben noch nie eine so große Ernte gehabt, wie sie jetzt hatten, als sie die Jamaat akzeptiert hatten. Und als sie angefangen haben, sagt er, als wir angefangen haben, Chanda zu zahlen, ist unsere Situation grundlegend geändert. Die Segnung
und die Gnade Allahs, die uns sichtbar wird, die ist so dermaßen, dass wir vorher nur zwei Säcke von dem Korn als Chanda abgeben konnten und diesmal waren das sieben Säcke. Was soll die Jamaat? Viele kritisieren, die Jamaat finanziert diese Entwicklung in Afrika, aber sehen Sie selbst, wie die Menschen selbst sich helfen und selbst die Chandas einzahlen. In der Gemeinde Sunny Tigle haben jedes Jahr Frauen, Ahmadi-Frauen und Ahmadi-Männer ihre Ernte für die Jamaat gestiftet, gespendet. Sie haben nur ein, also sie lassen eine extra Ernte nur für die Jamaat wachsen, sowohl Männer als auch Frauen getrennt. Und es wird berichtet, dass als sie im Jahr 2011 Chanda zahlen wollten, haben sie ihre Ernte eingesammelt und für die Männer, also die Männer hatten ein wenig mehr als die Frauen zusammengesammelt. Die Frauen sagten, nein, warten Sie, und haben noch weitere zwei Säcke gesammelt. Das waren anderthalb Säcke weniger als bei den Männern. Und die Frauen wollten nicht zurückbleiben hinter den Männern. Und zum Schluss haben sie dann zwei, das war in Mali gewesen. Und Amir Sab Mali schreibt, dass ein Ahmadi, der vor 6 Monaten Bayat gemacht hatte und zum Eintritt 10.000 Franken Chanda gezahlt hatte, und als der Muallim von uns wieder dorthin gegangen ist, hat er ihm berichtet, dass bevor sie Chanda zahlen konnten, waren seine Kinder und seine Frau ziemlich lange und dauerhaft krank. Aber seitdem, sagt er, ich die Chanda gezahlt habe, werden wir weniger krank und unsere Ausgaben für Medikamente sind dermaßen gesunken, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Amir Sab aus Uganda schreibt, dass die Mitglieder der Jamaat in Uganda außergewöhnlich sich in der Opferbereitschaft, finanziellen Opferbereitschaft für die Jamaat entwickeln. Und sie haben in der Gegend der Nau Mubain eine Moschee bauen wollen und auch eine Schule bauen wollen und haben dafür 50 Millionen Schilling gesammelt. Sie hatten die Aufforderung gehabt, eine Moschee zu bauen, und er sagt selbst, als ich angefangen habe, Geld für die Jamaat zu sammeln, weiß ich gar nicht, wie Allah mir das gibt. Amir Sab aus Gambia schreibt, dass ein Freund, Abdullah Velaju Sahib Al-Hajj, der vorher auch schon sein Chanda regelmäßig gezahlt hatte, als ihm nochmal die Tahrik gemacht wurde, Chanda zu zahlen, und die Aufforderung gemacht wurde, Chanda zu zahlen, als ihm später klar wurde, dass er zweimal das gleiche Chanda gezahlt hatte, sagte er, das ist ein gesegneter Aufruf des Kalifen, desto mehr man einzahlt, desto mehr Segnungen bekommt man dafür. Am 10. August 2012 hat ein älterer Mann, Bakuru Adma, die Moschee aufgesucht und gesagt, ich höre jeden Tag Radio Ahmadiyya und den ganzen Tag ist das einzige Kanal, der bei mir läuft, und die Arbeit des Radio Ahmadis, der Ahmadis, also Radio Ahmadiyya, ist dermaßen außergewöhnlich, dass ich mich dafür dankbar zeigen sollte. Er hat 100.000 Franken gesammelt für jemanden und eingezahlt. Dem Herrn wurden die Systeme der Jamaat, Mitgliedsbeiträge und Chandas erklärt. Und er hat die Quittung für seine gezahlte Chanda bekommen. Und das ist der Eindruck letztlich auch für die Nicht-Ahmadis, weil er war Nicht-Ahmadi gewesen. Und er sagte, ich möchte ihnen das geben, weil sie Tabligh machen im Namen des Islam.
Und er sagte, als er die Quittung empfing, dass die Wahrhaftigkeit der Jamaat in meinem Herzen Platz gefunden hat. Ich habe viele Spenden gemacht, aber ich habe bei keiner anderen Gruppe gesehen, dass sie das auch entsprechend quittieren, nachweislich. Aus Benin schreibt Mubarak Sahib, dass in einem Dorf der Mann Rapa Ibrahim Sahib es erleben musste, dass die aufgrund von Schwierigkeiten in der Familie seine Frau, die hochschwanger war, von ihrer Familie mit nach Hause genommen wurde. Und sie hat einen Sohn bekommen, er war selbst vor 5 Jahren Ahmadi geworden, aber er hatte niemandem richtig seine Situation berichtet. Aber dieses Jahr, wo er auch sein Gerichtsverfahren verloren hatte, das war zu dem Zeitpunkt die Zeit von Jandar Waqfe Jadid, und Mualim Sahib sagt, ich habe ihm berichtet, es ist unser Glaube, dass wenn wir auf dem Weg Allahs zahlen, die Probleme gelöst werden. Du bist Ahmadi seit längerem, aber deine Absicht war noch nie richtig auf dem Weg Jandars. Dadurch löst Allah viele Probleme. Er hat daraufhin 2000 Franken eingezahlt und vor 3 Tagen hat er einen Anruf bekommen, hat Molimsa von ihm einen Anruf bekommen, dass er seinen Sohn zurückbekommen hatte, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung verlangt haben. Und vorher waren sie nicht mal bereit gewesen, mir auch wenn ich Geld zahle und wenn ich den Unterhalt zahle, ihn mir also sehen zu lassen. Ein anderer Mann hat von Mualim Sahib ganz intensiv mitgeteilt bekommen, was das System der Jandar in der Jamaat ist, und hat langsam auch das ansteigen lassen. Aber vorher wusste er das nicht ganz genau, bestätigt jetzt aber, ich bin jetzt in der Lage, Sonnenblumenöl selbst auf kleiner Skala zu produzieren. Ich unterstütze meine ganze Familie, die Kinder meiner ganzen Familie, mache selbst auf eigene Kosten meinen Doktor, PhD. Und das ist letztlich die Segnung von den Jandars, die mir zuteil wird, weil ich jetzt auch inzwischen Musi geworden bin. Aus Gallikat sagt ein Mann aus Indien, sein Jandar ist 201.000 Rupien und er verspricht bei den Jandars mehr als ihm eigentlich rechnerisch auferlegt worden wäre als Mitgliedsbeitrag. Und am Ende des Finanzjahres, als jemand für die Einzahlung von Waqfe Jadid gekommen ist, hat er sie darum gebeten, machen Sie bitte Dua. Auf meinem Konto ist noch kein Geld eingegangen, aber das Jahr ist bereits kurz vorm Ende, das Finanzjahr ist kurz vorm Ende. Aber er hat daraufhin dann noch eine Zahlung bekommen und konnte mit dem Scheck, was er ausgestellt hatte, sein Jandar noch rechtzeitig zahlen. Rahman Sahib aus Indien, er ist Musi. Und Inspector Sahib sagt, ich habe gesehen, für jedes Jandar hat er eine andere Dose und hat sein Versprechen, indem er von selbst, von seiner Tasche noch eingesammelt, er hat 175.000 Rupien zusammengesammelt. Bis jetzt hat er schon 700.000 Rupien Jandar Waqfe Jadid eingezahlt. In Indien war vorher nicht diese Bestrebung gewesen, darin sich zu beteiligen, aber da entwickelt sich sehr viel. Inspektor von Andhra Pradesh schreibt, dass die Jamaat Ahmadiyya von Jadjarla, dass dort ein Mitglied ist, der ist nur 25 Jahre alt, aber er ist auf Nummer 1 bei der Beteiligung. Für das Jahr 2011 war sein Versprechen 66.000 Rupien. Und obwohl er sich angestrengt hat,
konnte er dieses Versprechen nicht erfüllen. Er war deswegen sehr beschämt gewesen, aber seine Einnahmen waren nicht hoch genug gewesen. Einige Freunde von ihm haben ihm dazu das angeraten, von der Gemeinde eine Freistellung zu holen, aus der Zentrale eine Freistellung zu holen. Er sagte, ich habe das Versprechen für Allah gemacht und Allah wird gewisslich mir ermöglichen, dass ich das Geld zahle. Und als er ein Faktus sagte, dass ich für das nächste Jahr, für das Jahr 2012, als Versprechen haben wollte, hat er 77.000 aufschreiben lassen. Obwohl er Schwierigkeiten hatte, finanzielle Schwierigkeiten hatte. Aber als wir, Faktus sagt, ich habe dann ihn im Mai getroffen. Und im Mai hat er zusätzlich zu seinem Versprechen 24.000 Rupien zusätzlich gezahlt. Er sagte, Hasur, du sind das. Dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, aus meinem finanziellen Tief herauszukommen. Und für beide Jahre möchte ich meine Zahlung in diesem Jahr abwickeln. Aus Indien sagt Aya Nisar Sahib, dass er die Jamaat Ahmadiyya Kombidor in Tamil Nadu aufgesucht hatte. Nazim Samal von Waqfe Jadid ist dort auch gewesen. Auch zum Zeitpunkt des Mittagessens war da auch Suleiman Sahib, er ist ein herausragender Ahmadi. Und sein Versprechen für 2011 waren 160.000 Rupien. Am Ende des Jahres hatte er Schwierigkeiten gehabt, das richtig einzuzahlen. Und nur mit äußerster Schwierigkeit hat er das erfüllen können. Aber mit seinem eigenen Wunsch hat er 550.000 Rupien aufschreiben lassen für das nächste Jahr. Und ich hatte Angst, sagte Inspektor, wie kann er das Dreifache von dem Betrag, was er vorher gezahlt hatte, jetzt versprechen? Aber außer es aufzuschreiben, hatte ich keine andere Möglichkeit oder Alternative. Nach dem Essen sind wir von dort gegangen und sind zum anderen Haus gegangen, zum Dua. Nach einer halben Stunde habe ich mit Sadasabs bei ihm im Auto vor der Moschee den Herrn gesehen. Da kam Suleiman Sahib und hat eine Tüte aus Plastik gegeben und sagte, nach dem Essen sollen sie auch etwas Süßes, eine Süßspeise zu sich nehmen. Und ich sagte, Maulvi Sahib, er ist zuckerkrank, er wird keine Süßspeise essen, aber ich kann das essen. Als er mir diese Beutel übergeben wollte, das war der... sagte er, nehmen Sie denn diesen Beutel, aber machen Sie auch Dua. Als er diesen Beutel genommen hat, hat er nichts mehr gesprochen, nichts mehr sagen können. Ich habe ihn gefragt, was ist los? Er hat trotzdem nichts gesagt. Und Maulvi Sahib hat dem Nazim Sahib diesen Beutel übergeben. Und Nazim Sahib sagte, als ich in diesen Beutel schaute, habe ich darin 550.000 Rupien gesehen. Und es sind Tränen aus meinen Augen geflossen, wie es ihm ermöglicht worden war, dieses Chanda auch vollständig zu zahlen. Sadasab aus Brimpton, Kanada, schreibt, dass ein Freund aus den Vereinigten Staaten, der nach Kanada gekommen war, hat in Kanada einen Asylantrag gestellt. Er hatte $5.000 für seine Mutter gesammelt, weil er Schwierigkeiten bei seinem Asylantrag hatte, seine Mutter nach Deutschland zu schicken. Er hatte auch sonst ein bisschen Geld und hat das zusammen für die Jamaat gespendet. Im Ergebnis ist sein Asylantrag ohne Probleme akzeptiert worden und eine Woche später ist seine Mutter ohne Probleme auch nach Deutschland gegangen. Aus Norwegen schreibt der Minister, dass für den Bau der Moschee Beit un-Nasr ein Aufruf gestartet wurde. Abdul Hamdi Sahib Marhum ist
daraufhin in die Moschee gekommen und hat 70.000 Kronen mitgebracht, um für die Jamaat zu spenden. Sie machen das auf dem Weg Allahs, weil sie wissen, dass wenn man mit reinen Absichten etwas spendet, Allah das dementsprechend würdigt und auch eine Gegenleistung gibt. Das sind einige Ereignisse, sagt er so direkt, von denen ich berichtet habe. Die Geschichten der Opferbereitschaft der Jamaat Ahmadiyya sind unendlich. Und das sind die Menschen, die ein finanzielles Opfer versprechen und dann bemüht sind, jederzeit das auch zu erfüllen. Wenn in einem Also sagt, ich möchte jetzt einige den Bericht von Waqfe Jadid hier vorlegen. Im 55. Jahr, was am 31. Dezember endete, hat die ganze Jamaat 510.000 Pfund eingesammelt. Das sind 300.000 Pfund mehr als im letzten Jahr. Das sind etwa 5 Millionen, und das sind 300.000 mehr als im letzten Jahr. Pakistan hat meistens Platz 1, das wissen wir, aber für sie, Pakistan ist immer sehr weit vorne, aber dieses Jahr hat in Waqfe Jadid in der Welt den ersten Platz, Amerika den zweiten Platz, Deutschland den dritten, Indien den fünften, Indonesien den siebten, Belgien den achten und aus dem Mittleren Osten auf dem neunten Platz und die Schweiz auf dem zehnten Platz. Wenn man das entsprechend der Währung bereinigt, dann haben wir besonders eine Entwicklung in Australien, 41% Erhöhung, in Indien 31% und in Indonesien 25% Erhöhung. In Frankreich, Norwegen und Türkei haben entsprechend im Vergleich zum Vorjahr einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es sind sehr sichtbar große Gemeinden, die Vereinigten Staaten, also USA. Sie haben auch im Einkommen Nummer 1, aber in der gesamten Zahlung, aber wenn man nach Pakistan sieht, dann sind sie auch auf dem dritten Platz. Aber weil Waqfe Jadid Chanda pro Person haben sie 88 Pfund pro Person, die Schweiz 55 Pfund pro Person, England, also Britannien etwas weniger, Kanada etwa 32 Pound. In diesem Jahr war auch der Aufruf gewesen, mehr Leute daran zu beteiligen. Und die afrikanischen Länder haben sehr umfassend darauf reagiert und die komplette Anzahl der Menschen, die sich daran beteiligt haben, ist über 1 Million. Letztes Jahr waren es nur 690.000. Das sind etwa 330.000 Menschen mehr, die dazugekommen sind. Und letztlich, das Ziel sollte immer sein, dass auch die Anzahl derjenigen Leute, die sich dann daran beteiligen, erhöht, damit mehr Menschen davon profitieren können. Die Jamaat Nigeria hat den ersten Platz beim Zuwachs der Mitglieder. Dann auch Niger, Burkina Faso, die Elfenbeinküste und in kleinen Ländern Mali, Senegal, Togo, die haben auch eine große Entwicklung ermöglicht. Und in den westlichen Ländern haben Deutschland und England sich entwickelt. Und in diesem Jahr sind auch die Gemeinden in Gababir einen deutlichen Schritt nach vorne geschritten. In Afrika sind die ersten fünf Gemeinden Ghana
auf dem ersten Platz. Möge es die Gemeinde sein, die diese Position weiterhin durchgehend aufrechterhalten. Zweiter Platz ist Mauritius. Und dann auf dem fünften war noch die Elfenbeinküste. In Pakistan ist es der erste Platz Rabwa, Lahore, Rabwa und Karachi in der Reihenfolge. Und Rawalpindi, Sheikhupura, dann Gujranwala, Umarkot. Das ist die Reihenfolge der Städte in Pakistan, dann Gujarat, Narwal, Hyderabad und Sangar. Bei den Natfal gibt es drei verschiedene Gemeinden. Lahore ist auf dem ersten Platz. Bei den Natfal gibt es aufgrund der Position die folgende Reihenfolge. Das Umarkot, eine sehr schwache Gemeinde, sehr weit nach vorne geschritten ist, auf dem dritten Platz. Dann weiter Gujarat, dann Hyderabad, Okara, Bahawalpur und Dera Ghazi Khan, wo die Atfal sich so beteiligt haben. Wenn man Gesamtzahlungen zahlt, das ist erster Platz Rains Park, dann Birmingham West, dann Bristol Park, New Morden, West Croydon, Birmingham Center, dann Battle for Two, Dillingham und dann Oldfield und Wimbledon. Also Southland Es sind auch fünf Regionen genannt worden, wo der Reihe nach die Beteiligung ist. In den Vereinigten Staaten ist Los Angeles, Silicon Valley, Detroit, Seattle und Chicago West. Das sind die Gemeinden. Und in Deutschland entsprechende Anzahlung: Hamburg Platz 1. Hamburg entwickelt sich gut. Dann Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mainfranken, Hessen West. Nordrhein, Hessen-Mitte und Baden in der Reihenfolge. Und entsprechend der Einzahlungen tatsächlich hat den Platz 1 Rödermark, Heuss, Hannover, Friedberg, Ginsheim, Heidelberg, Fulda, Wensheim, Weingarten und Mörfelden. Und entsprechend das Büro der Wahl haben den Kanada auch fünf Gemeinden im ersten bis fünften Platz. In Indien ist es Platz 1 Kerala, dann Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Punjab und Uttar Pradesh, Maharashtra und dann Delhi. Und entsprechende Einzahlung ist es Karulai, Kardian, Hyderabad, Kolkata, Pengari, Chennai, Bangalore und Rishinagar. Möge all diejenigen, die diese Opferbereitschaft gezeigt haben, außergewöhnlich segnen. Der weiße Messias, Alayhis Salam, hat erklärt, dass die Menschen Allahs, die die Religion vor der Welt stellen, vor dem Materialismus stellen, sie liebt Allah außergewöhnlich, weil er sagt selbst, es sind die Menschen, die ihr Leben, was Allah ihnen gegeben und geschenkt hat, auf Weg Allahs opfern und sein Leben auf dem Weg Allahs zu opfern, seine Finanzen auf dem Weg Allahs zu opfern, erhalten diese Menschen für den Weg zur Glückseligkeit. Aber die Menschen, die den Materialismus als Ziel sehen, sie sehen die Religion als falsch an. Ein wahrhaftiger, rechtschaffener Mensch ist es, der all das, was ihm in diesem Leben zuteil geworden ist, spendet, damit er das immerwährende Leben, vom immerwährenden Leben profitiert. Mögen wir zu denjenigen zählen, die dauerhaft davon profitieren, von diesen Duas und den Worten des Vers Messias. In Kenia wissen wir, dass die Ahmadis viele Schwierigkeiten erleiden. Das ist keine richtige Regierung vorhanden. Und als die Ulema und die anderen verschiedenen Parteien dort
jetzt die Macht ergreifen, haben die Ahmadis viele Schwierigkeiten. Es geht um Libyen, Entschuldigung, es ist nicht. Möge Allah es ermöglichen, dass sie freikommen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله